Space Unlimited World Red. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar One Piece Unlimited World Red. Und Mastermind ist auch dabei. Ich habe herunterladbare Inhalte schon paar geholt. Ich habe dieses DLC, was in dieser Packung dabei war, geholt. Und jetzt starten wir das Spiel, ne? Ja, und dieses ganze Let's Play dürft ihr nur dank mir sehen, weil ohne mich hätte er nie angefangen, dieses Spiel zu spielen. Yay, ich bin cool. Tötet ihn bitte. So, dann starten wir neu. So, ihr müsst euch mit diesem Scheiß hier durchquälen wegen Mastermind. So, was ist Kampfkolosseum? Das könntest du dann noch in so einem separaten LP machen, weil das ist ganz anderes. Aber erstmal wichtig ist die Hauptstory. Okay, ist das Nebenmission oder so? Nee, es ist, da kriegst du verschiedene Charaktere, die du da hast. Also ist das sowas wie Story ist was anderes und Kampfkolosseum ist auch was anderes. Ja, Kampfkolosseum ist halt, da spielst du halt Bösewichter, also Bösewichter treten gegen andere Bösewichter an und so weiter. Ja, okay, dann machen wir die Hauptstory. Hauptsache Modus starten, ja, Bitch. Wie gesagt. Okay. Lädt. Diese schönen Ladescreens, die haben wir nicht oft gesehen. Wie man ja weiß, bin ich ein sehr, sehr großer One Piece Fan. Und ich eigentlich nicht, aber ja, das es ist ein Überraschungsprojekt, also meinerseits. Also ich denke mal, Überraschungsprojekte sind auch schön, oder? Sogar sehr schön. Ich kann auch was erklären, aber jetzt sollte ich nicht reden, oder? Ich unterlasse es einfach mal. ロジャーと共に騒がれていた男か。だが、奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名はココーノレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条として。わかるか？奴はたった一人で。 ロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。なぜあなた方があんな奴の仲間に。 我には仲間などおらぬ。ただの一人もな。落としたか。やはり年は取るものではないな。 約束の島ってのは。あ、間違いねえ。あの島だ。パトさん、短い間でしたが、あなたとの旅もこれで終わりですね。ああ、釣り上げたお礼の恩も忘れんなよ。鍋にされる前に止めた私への恩もね。ヌキ、チョッパー、辛いだろうが。 弟に別れの挨拶。俺はタヌキじゃねえ。どうしたの、ルフィ？なんだかとても嬉しそうね。匂いだ。あの島からものすげえ冒険の匂いがする。ものすげえ冒険か。たまにはタヌキも助けてみるもんだな。恩返しになるか。 なるか！引き返すぞ、フランキー！サンジー！海賊弁当大盛り！はいよ！
Damit beginnt das Abenteuer. Du steuerst Waffi beim Erkunden der Stadt und andere Gebiete. Verwende L, um dich zu bewegen und B, um zu springen, okay? Verwende um die Kamera. Achso, der rechte Steuerkreuz oder sowas, ich weiß nicht. Das, wie nennt man dieses Ding? Ich weiß gar nicht mehr, dieses. Auf jeden Fall das rechte Ding, ey. Um die Kamera zu bewegen. Drücke L, um die Kamera nach vorne zu richten, okay? Und was gibt's noch? Du kannst Einstellung für die Kamerasteuerung über Position. Über Optionen im Pausenmenü ändern, okay? Einfache Steuerung, okay. So, da hole ich wieder Mastermind wieder in den Anruf. Denn Skype ist abgekackt, damit ihr Bescheid wisst. Und ich nehme ihn jetzt gleich mit und... Es ist echt scheiße, was... Ihr habt's auch gehört mit einem, dem Story, Sequenz oder sowas, wie man das auch nennt. Ja, ich hole ihn jetzt mal kurz rein, ne? So, da ist der Mastermind wieder. Der ist nämlich weggekackt, abgekackt bei Skype und... ich habe noch nie wirklich One Piece wirklich so richtig verfolgt, deswegen ist das ja auch ein bisschen ungewohnt, finde ich. Also ich kenne mich jetzt hier nicht so direkt aus und so weiter. Und wir sprechen mal mit denen, denke ich mal, oder? Drücke A, um mit Charakteren mit Sprechblasen zu reden. Rede mit allen, die du siehst. Du könntest wichtige Informationen für dein nächstes Abenteuer erhalten, okay? Hi, Bro. Hey, Mister. Suchietto, ho, wenn du Hunger hast. Ja, es ist auf der Karte. Alter, ich hab die nicht mal synchronisiert, ey. Auf der Karte markiert deinen Zielort. Wenn du ihn erreichst, wird die Geschichte fortgesetzt. Um die Karte anzuzeigen, drücke Plus, um das Pausenmenü zu öffnen, okay? Oh, ich hab dir gesagt, wo du hin musst. Jetzt musst du mir noch einmal dein Supertempo zeigen. In Ordnung, dann pass mal auf. So, wo auch immer du das Symbol siehst, drücke... X, um mit einer Gum-Gum-Rakete dorthin zu fliegen, okay? Die Gum-Gum-Rakete ist ein Fahrschein, um dich durch die Stadt zu flitzen. Okay, kann ich sie machen? Oh, geil. Fliege über die Gum. Bekannt aus Amy's Lobby. Stadt. Okay. Wo muss ich denn hin genau? Warte mal, bin ich falsch? Also, erst einmal könntest du ja schon mal ein bisschen dich mit der Gum-Gum-Rakete vertraut machen. Mit W springst du ja. Und dann einen Sprung kannst du... Wie kann ich schlagen eigentlich? Nö. Wirst du dann noch lernen. Aber nach einer Gum-Gum-Rakete versuch ein weiteres Mal in der Luft X zu drücken und dann kannst du Gum-Gum-Raketen aneinander ketten. Und dann bist du in einer Sekunde schon am anderen Ende der Stadt und das ist richtig geil. Okay, aber wo ist eigentlich das Ziel hier? Wieso ist die Karte nicht da? Warte mal, wo muss ich hin? Ja, das ist wirklich scheiße. Man sollte die Karte so im Miniaturformat einstellen können. So, gibt's denn nochmal? Boah, ist das ne... Muss ich entlang? Nee. Du musst da runter. Achso, hier ist da runter. So. Ah, mit dem Pisser, oder?
Hast du eine Unterkunft? Ja, und auch eine ordentliche Mahlzeit. Ja, das tut mir leid, aber der Besitzerin ist gerade nicht da. Sie ist hier als Yalo, ja, bekannt. Sieh auf den Platz nach, sie unterhält sich dort mit jemandem. Der Platz liegt am unteren Ende der Treppe dort drüben. Ja, und ich könnte jetzt mal was sagen. Also, man hat ja diesen komischen Red da gesehen. Ich weiß nicht, ob schon bekannt wurde, dass er Red heißt, aber, ich glaub's schon. Auf jeden Fall. Mann, bin ich blöd! Der eine gruselige Mann da, der kommt nicht im Anime vor. Aber er ist trotzdem vom Entwickler des Mangas und der Anime basiert ja auf dem Manga, erschaffen worden. Oha, was geil, hab ich jetzt gemacht? Oh, ja. Wir beschützen diese Insel und wollen für unsere Dienste bezahlt werden. Ah, ich brauche euren Schutz nicht. Vielleicht sollten wir dieses Gasthaus kurz und klein schlagen, damit klar ist, was passiert, wenn jemand nicht zahlt. Hey, Schluss damit, wenn du das tust, wie sollen wir dann hier essen? Ah, was? Wer zum Teufel bist du? Wenn du bei uns ärgerst, kannst du was erleben. Okay, schalte die Raufbeute auf der Straße aus. Wie mache ich das dann? Verwende eine Mischung aus Y und X und springen, um deine Gegner zu besiegen. Aber X ist doch diese Gumgum-Rakete. Na, im Kampf nicht. Du kannst Y wiederholt für einen Kombo-Angriff oder im Sprung Y oder X für einen Luftangriff drücken, okay? Alles klar. So. Also, du kannst jetzt zum Beispiel mit X die Gumgum-Peitsche machen. Oh, geil. Jetzt hast du X gedrückt. Was habe ich gemacht? Die grüne TP-Anzeige zeigt deine Gesundheit, die gelbe SP anzeigt deinen aktuellen Geist an. Die TP-Anzeige blinkt rot, wenn deine Gesundheit fast am Ende ist. Wenn deine TP-Anzeige 0 erreicht, bist du K.O. Deine SP-Anzeige nimmt zu, wenn du Gegner angreifst und Schaden durch gegnerische Schläge erleidest. Also, ja, wo bin ich? Nur, drück mal nur X, ohne es festzuhalten, den X-Knopf. Wo sind die Assis? Ey, ihr Pisser! Boah, BAM! X, das hat zum Beispiel eine ganz gute Reichweite, das ist sehr nützlich. BAM BAD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 
Was ist denn für ein Gefallen? Ja. Was ist denn ein Problem? Ah ja, der Pato, zu dem sollte ich auch etwas sagen. Mit ihm ist dasselbe wie mit Red. Also er wurde von dem Typen erschaffen, der auch den Manga gemacht hat. Aber er kommt nicht im Anime vor. Mir so ganz sicher, ich kann nicht glauben, dass sie alle einfach so gefangen genommen wurden. Ich bin mir sicher, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen. Dieser Kerl, was? Er hat sie alle geschnappt und ans andere Ende der Insel gebracht. Also gut, geh voran. Okay, wo muss ich denn hin? Brich auf, und was bist du für einer? Ah, deine Crew. Ich habe gesehen, wie ein paar von denen die Stadt verlassen haben. Okay. Du musst jetzt zu deinem Schiffchen. Ich dachte, das wäre so eine Mission, weil der hat so ein... Da, es gibt doch Missionen, aber die haben dann ein Ausrufezeichen. Übrigens, das Schiff heißt 1000 Sunny, falls du das nicht weißt. So, wo muss ich genau hin? Zum Schiff. Ach so. Mann, Fußruder, wieso sagst du das? Ach so, dieses Schiff hier. Ja, natürlich die 1000 Sunny und nicht ein kaputtes Irak. Nee, da wollte ich aber hin, aber ich wollte mit dem kaputten Schiff fahren. Das ist Punk Hazard. Episode 1. Ein Blick zurück. Ein Blick reicht nicht. Ich muss nichts drücken. Ich möchte die epische Musik genießen. Es war nicht meine epische Musik, aber egal. So. So, Bams, Bams, Bams. So, wo sind wir? Wir sind im Lavaberg, Bitches. Was? Ich bin im Lavaberg. Oh, ich bin Waffi, yeah. Schau mich mal an. Ich bin Gangster. Du Vollspaten. Was? Ich hab dich gerade gefragt, ob du Punk Hazard überhaupt kennst. Nein. So, was ist das für ein Ort? Ich habe das Gefühl, ich war hier schon einmal. Hier drüben! Punk Hazard ist eine reine Eisinsel. Das ist eine Feuerinsel. Nein, Lügner. Es ist eine Eisinsel, aber das hier zeigt, dass hier irgendetwas nicht stimmt, verstehst du? Es ist schön für mich. Lava ist schöner. So. So, oh, Super Saiyan, so. Bams, was passiert eigentlich, wenn ich diese ganzen Bäume kaputt schlage? Du kriegst Material. Oh, geil. Trap. Wie kann ich diese Gum-Gum-Rakete benutzen? Das heißt Gum-Gum-Axt. Ruhe. Und die Gum-Gum-Rakete kannst du nicht immer machen. Und, ja, wetten, du kackst jetzt ab. Dragon. Was für Dragon? Fleisch. Wie kommt er da drauf, Alter? So ist auch im Anime drauf. Okay, was willst du, du Pisser? Manchmal wirst du im Verlauf deines Abenteuers die Aktionstaste angezeigt sehen. Drücke A, also bevor eben die Anzeige verschwindet, um Aktionen wie Ausweichen oder Konter... Okay, ich muss, glaube ich, hier mit Konter besiegen, oder? Die Aktionstaste ist der Mittel, um dem Kampf einen Vorteil zu verschaffen, okay? Ja, wenn jetzt plötzlich etwas kommt, dann musst du schneller A drücken. Bam, genau. Alter, Bams, ich bin Killer. Starke Stimme. Manchmal kannst du im Abenteuer Spezialtechniken ausfinden, die als starke Stimme bezeichnet werden. Mit der starken Stimme kannst du Freunde anfeuern oder auf Hilferufe antworten. Du hältst TP und Boni. Wenn R angezeigt wird, drücke R, um die starke Stimme einzusetzen, okay? Übertreib es nicht, ansonsten wird die Verwendung längere Zeit gesperrt. Okay, mach das. Setze die erlernten Fähigkeiten, um den Drachen zu verprügeln. So, du Motherfucker! Komm her, du Mutterficker! Oh, komm her! Du Motherfucker! Oh, blub, blub, blub! Blub, 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 du Mistgeburt! Oh, du Ficker! Schau, du kannst jetzt ein bisschen weiter weg von ihm gehen, dann kann er dich nicht erwischen. Oh, das war krass. So, du Mutterficker, Alter. Fick dich, du Arsch. Oh, ich hab Ausweichen gedrückt. Schummler. Zu spät. Schummelt. Du bist ein Schummarsch. Ja, Fußruder. Jetzt hast du gerade X-Attacke gemacht. Um mal genau zu sein, die Gum-Gum-Schleuder. Es sieht eigentlich aus wie Gum-Gum-Pistole, aber es ist Gum-Gum-Schleuder. So, ich kann jetzt eine Attacke machen. Ich kann eine... Weil du kleine Gegner ja damit zu dir herziehst. Warte mal, wie kann ich die Attacke nochmal machen? Mann! Du Hurensohn!
Ich wollte diese Spezialattacke machen. Kann ich sie schon da machen, Lene? Nein, du musst dich. Unten siehst du doch diese gelbe Anzeige. Jetzt. Drück jetzt schnell R. Jetzt. So, du Mutterficker! Genau. Wie viel Leben hat der Bastard noch? Drück nochmal R, dann heilt es dich ein bisschen. Mann, jetzt mach doch! So, du Ficker! Fick dich, scheiß Dragon! Oh, ich bin Dragon Hunter! Ich bin Dragon Hunter, du Bitch! Oh, Bams! Monkey, die Dragon! So. Juhuhuhu, du hast keine Ahnung, wer Monkey Lolo, die Dragon Lolo, Lolo. Was? Du hast keine Ahnung, wer Monkey die Dragon ist, oder? Nein, keine Ahnung, ich töte ihn das jetzt. Das ist der Vater von Ruffy, der Rebellenanführer. So, fick dich! Naja, ich hab den Anime ja nur kurz geschaut, hab ich dir schon gesagt. Ja, und es ist auch ein Überraschungsprojekt, also darf ich das. Wirklich mal länger schauen. Ja, ich kann ihn jetzt nicht 1000 Folgen nachschauen, ne? Was? So! Du Bastard! Wo hab ich verkackt, hä? Wo hab ich verkackt, hä? Es sind nur ungefähr 600 Folgen. Dein Fleisch, gib es mir! So, ich hab ihn geschafft. Du willst Drachen? Ich hatte keine Ahnung. Ah, ich dachte immer, Drachen wären selten. Heutzutage sind sie aber überall. Sanji ist auch nicht da. Ich werde also einfach die Feuer entfachen und... Hä? Mein Fleisch, wo ist es? Also, ja, stimmt. Jemand ist damit weggelaufen. Wer? Ich glaube, es war jemand, der ständig Hushu sagte. Er weiß also. Er ist der Fleischdieb. Idiot, ich muss ihm das Fleisch wieder abnehmen. Aber es wird aus deinen Freunden. Keine Ahnung, ich werde immer stärker, Bitch. Oh, wieder levelt er sich? Ja. So, wo muss Status. Ich jetzt lang? Status. Drück mal auf Status, dann siehst du, dass wie viel du brauchst bis zum nächsten Level. Zwei, da ist Level 2, okay. Befehle, was ist das denn? Ah, okay. Alle deine Attacken. Gum Gum Jet Bazooka! So, Bams. Oh, Omnia. Wenn du dich mal mit dem Kampfsystem ein bisschen vertraut hast, du gehst in die falsche Richtung. Wenn du dich mal mit dem Kampfsystem ein bisschen vertrauter machst. Dann ja, ich muss es noch alles lernen. Ich weiß noch nichts von diesem Spiel hier. Warte mal, muss ich jetzt hier lang? Also mit den Gumbum-Dingen, oder? Nee, die kannst du hier gar nicht. Ja, ich kann hier. Ist ja billig. So, hier geht's weiter, okay. Oh, hier ist überall Lava. Gibt's hier ein Gasthaus? Also ich würde hier gerne pennen. Oh, der Feind! Der Motherfucker-Feind! Oh, ich jetzt fick dich, du Schwuchtel. Mal, zum Himmels Willen. Aber nicht an eine Combo angereizt, sondern als Starterattacke erlegt. BAM! Motherfucker! Hast du jetzt ernsthaft den Redhawk für den Kleinen eingesetzt? Ich muss dich ja machen! Was? Was ist das denn? Schummel. So, nochmal Fußrudar. Oh, das war schlau. So, dann gehen wir weiter hier. Was ist das denn? Kann ich hier abspeichern? Nee. Nein, aber du kriegst Leben. Warum denn? Du kannst die Gegenstände aus dem Gras oder aus bla bla bla. Diese Gegenstände eignen sich zur Erweiterung der Stadt und für andere Sachen. Sammel so viel wie möglich. Okay, da kann man die erweitern, ne? Ja, eben, das ist auch das Coole. So, dann. Wie nehme ich das dann? Jetzt hol erstmal den Beutelsack. Wie nehme ich den? Da vorne, einfach hinlaufen, schnell. Sonst verschwindet der. Genau, jetzt kannst du wieder zurück. Und jetzt schlägst du die Blume. Nochmal. Sie füllt deine Sachen. So, du Ficker! Oh, bam. Wenn du weitermachst, machst du sie noch kaputt. Darf ich das? Ernsthaft, die geht kaputt. Darf ich das aber? Naja, es passiert ja nichts Schlimmes. Sag das unserem Meister! Oh, Figgy! Yeah, Figgy! Okay. Oh, was hättest du ihn getroffen? Wo ist der nächste Bastard überhaupt? Da ist ein Arsch! Bam! Das ist X machen, habe ich gesagt. Ruhe jetzt! So, Fußrudar! Bam, Alter, ich kämpf wie ich will, Bitch! Gehst mir so auf den Sack, du Pisser! Er macht jede Attacke aus, Adis. So, oh, geil, oh, Morty. Was ist das denn hier? Kann ich abspeichern? Du kannst die Kisten kaputt machen. Die Kisten, du Urhalus. Der ist so frech, obwohl ich sein Spiel hier spiele. Der Schwuchtel. Ich glaube, ich brech's ab. Nein. So. Wo muss ich denn hin? Warte mal. Hä, ich bin ja ganz falsch gegangen. Nein, du bist richtig. Geh jetzt einfach da hoch. Nicht runterspringen. Okay, hier entlang, ne?
Ja. Oh, es ist noch schneller. Es ist Stroh! Ja, komm her. Ja, genau. Aber jetzt muss sie doch treffen. Genau, schau. Boah, das bringt's wohl. Ich möchte trotzdem, wie ich will, kämpfen. Oh, ich find's voll lame so. Ja, haben wir den besiegt, ja, ne? Ja, ich hau einfach mal ab. Auch wenn er mich jetzt verfolgt. So, wo ist der Arsch? Wohin denn? Wir gehen voll falsch. Ist einfach da. Nein. Falsch. Rechts, 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 rechts. Genau. Noch mehr rechts. Ja, hier hin. Oder? Ja. Ja, ist falsch. Warum falsch? Bist du von da gekommen? Nee, wir sind nein, hier. Nein, passt schon alles, passt schon alles. Du musst zu diesem Schmiedi gehen. Bombazi! Oh, Bombazi, rostiger Schrott. Was ist los? Wo kann ich jetzt hier weiter? Keine Ahnung. Hoch, ah, einfach nein. Ins... Was? Was? Er hat doch Teufelskräfte. Welche Teufelskräfte? Oh Mann! Denkst du, er kann seine Arme so lang machen, einfach so aus Spaß oder was? Okay, warte mal. Teufelskräfte, durch eine Teufelsfrucht. Und wer eine Teufelsfrucht isst, der kann nicht mehr schwimmen. Ja, okay, was kann ich jetzt machen? Hochgehen zu diesem komischen Eisblock, wo etwas geleuchtet hat. Okay. Jetzt gleich stark nach links gehen. Links, 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 links. Gut. Ja, sag's doch gleich, du bist so ein Arschloch. Manchmal findest du Punkte der verlorenen Wörter, die sich mit besonderen Schlüsselwörtern öffnen. Wenn er das doch, richtige Schlüsselwort, dann kannst du den Punkt der verlorenen Wörter öffnen und durchgehen. Ein Punkt der verlorenen Wörter verriet dir bei einer Untersuchung, wo du das besondere Schlüsselwort findest. Spüre das gesuchte Schlüsselwort mit den Hinweisen auf, die du bekommst. Das Wort für diesen Ort ist weg. Ja, toll. Besiege die Feinde im Antigift-Ausrüstung. Und hol das Wort. Wurde das besondere. Ich scheiß klar, verpischt euch hier, Mischgeburten. Oh yeah, motherfucker. So. Ja, möchte ich. Bam, Alter, komm her, du Bastard. So, du kriegst auch noch auf die Fresse. Ja, genau so. Du Assi. So, wir haben jetzt schon zwei Sachen voll. Also, unsere SP-Anzeige ist ja schon zweimal voll, Leute. Ich glaube, ich werde jetzt gleich was benutzen. Mann, ich wollte es gerade benutzen. Meine ist Schatz, gut. Was ist das? Schatz! Das ist das starke Wort. Raffi, mach es auf. Oh, ich hab dich schon besiegt. Überprüfen, das Schlüsselwort gefunden, der Gummipirat. Oh, so schwer. Starke Wörter sind besondere Wörter, die die Fähigkeiten der Strohhutpiraten verstärken. Es gibt drei Arten von starken Wörtern. Fähigkeit, eigene und Item. Fähigkeitenwörter. Du hältst sie im Verlauf deines Abenteuers. Sie verbessern die Fähigkeit deiner Charaktere. Eigene Wörter. Du kannst Charaktere damit ausrüsten, um deren Fähigkeiten zu verbessern. Itemwörter. Lege diese in die Itempalette, dann kannst du jederzeit starke Stimmen einsetzen. Du hältst mehr starke Wörter aller drei Arten, während sich dein Abenteuer weiterentwickelt. In der über Info im Pausemenü zu erreichenden Wortliste findest du alle verfügbaren starken Wörter. Aber denk daran, du kannst starke Wörter nicht einsetzen, solange du nicht zurück zur Stadt gehst. Also müssen wir zurück zur Stadt. Geh durch den Punkt der verlorenen Wörter. Ich muss einfach nur zurückgehen. Was denn? Ich muss doch dahin. Slaberst du für eine Scheiße, du Bitch. Ich zur Stadt gehen, die Uhr an. Du hast einen Weg geöffnet mit dem Gummipirat. Ah, der Mauer ist verschwunden. Oh, die Mauer muss weg. Ja, die Mauer muss weg. So. Jetzt kann ich da hoch. Ist das eine Abkürzung für die Stadt? Nein. Okay, schade. Gibt's hier nicht irgendwo ein Gasthaus? Bam! Ich werde zwar nicht deine Freunde erstmal finden. Welche Freunde? Oh, du hast gar keine Freunde. Sag ich ja. So. Welche Freunde? Habe ich mich auch schon gefragt. Hey, ich habe Müll gefunden. Ja, toll. Was will ich mit Müll? So, ach nee, nicht schon wieder. Verpisst euch, Alter. Ich geh besoffen, Suck, Alter. Ihr Motherfucker. So. Oh, Fußrodar hier. Oh, bin ich Killer. Bam, du Motherfucker! Die Attacke. Was? Du kannst nochmal die Red Hawk machen. Ist mir schon klar. Oh man, yo, verpiss dich! Oh, it's not nice. So, du bist ja noch wach, Alter! Du bist ein Hurensohn, verpiss dich! Oh, ich hab einen Konter gemacht. Hab ich einen Konter gemacht? Nein, hast du nicht. Aber ich hab ihn besiegt, so. Das reicht, das ist alles, was zählt.
Was ist das denn? Oh, die Kugeln sind weg. Ich Egal. Tue ja nie genug vom Leben. Wo sind wir schon? Wir sind schon wieder in Eis. Das passt doch, wir sind doch in Biohazard. Oder ja, wie das hieß. Biohazard. Das ist Biohazard. Funkhazard. So, Biohazard, was ist das eigentlich? Funkhazard. So, hier ist eine Heilblume. Kann ich hier auch speichern manchmal? Was? Du lebst noch! Ach, fick dich, Junge, du gehst mir schon auf. Okay. So, sehr schön. Wir haben ja fast wieder TP voll. Also ähnlich wie ein Pokémon, Alter. So, weiter geht's. Weiter geht's. Oh, oh, wir können hier schüpfen wie die Behinderten. Mann, wo geht's denn weiter, Bitch? So, wo lang? Hier entlang? Was ist das denn? Oh, was ist das? Was? Okay, habe ich jetzt einen Schatz gefunden? Nein. Erhalten erstaunliches... Was? Komm ich jetzt... Oh, okay. Ein Schatz, Bitches. Was bringt er mir? Nichts. Ah, ah, ah. Jetzt kommt ein Bosskampf so nebenbei. Viel Spaß. Hä, was war das? Ach, das ist ja Caesar. Ja, ich hab den schon besiegt, oder was? Nein. Ganz ehrlich, ich finde den Typen so gay. Ja, toll, habe ich den jetzt besiegt? Wirst du gleich sehen. Der hat noch ein kleines Haustier. Ah. Auch dieser Drache. Oh, was ist das für ein süßes Viech? Oh, ich liebe dich. Oh, du bist so süß, ey. Oh, Smiley, du heißt ja auch noch so süß, ey. Du bist voll süß, ey. Oh, ich möchte dich küssen, Alter. Oh, yeah. Oh, komm her. Meine Experimente schlagen nicht fehl, okay. Was soll ich davon... Was? Wie kann ich den töten? So Bastard! Nein, das bringt dir doch nichts. Was muss ich denn machen? Der Typ sitzt oben. Du musst springen und von oben auf ihn eintreten. Also halt, weil sonst greifst du das Monster an. Das Monster kannst du nicht besiegen. Du kannst nur ihn schlagen. Und wenn er dann ganz viel Punkte Schaden hat, fliegt er runter und dann kannst du ihn richtig ownen. Und dann springt er wieder rauf auf sein Vieh. Aber pass Boah, auf. Ich habe fast nichts mehr übrig. Jetzt oh, ist er halt ist vorne. Jetzt halt kannst du ihn Du Bastard, Alter! Fick dich, du Missgeburt, Alter! Wo bist du? Du Bastard, Alter! Bams! Bams, Alter! Bams! Und jetzt ist er wieder oben. So, geht er wieder hoch? Oh, du bist so ein Hurensohn. So ein Mustard! Du schnell, Bams! Du kriegst auf die Fresse, du Pisser! Ist mir so auf den Sack, bist du jetzt runtergefallen, hä? Was willst du tun? Hä, was willst du tun, hä? Bams! Ignorante, oh, ich dachte schon ignorante Nutte oder so, hat er gesagt, aber... Da habe ich mich leider verlesen. Was ist das für ein Schuh? Was? Ich will das Bonbon haben. Dann kommst du dem Vieh in die Quere. So, du Bastard! Mann! Alter. Das Viech kann ich nicht besiegen, aber den Bastard kann ich besiegen, du Ficker! Oh, der kommt wieder zurück. Alter, der fliegt auf die Fresse. Wo ist der Pisser? Pass auf, renn schnell weg. Er hat das Bonbon gegessen. Er kann eine Spezialattacke machen, die dich vergiftet. Ja! Was muss ich machen? Du musst deinen Controller bewegen und zwar schnell. Schnell! Drück R, drück R! Mann! Was soll ich denn machen, Alter? Fick mich! Heil mich! Du Hure! Hat sich gerade noch gedacht. So. Und arbeite auch noch ein bisschen mit Ausweichen. Das BAM! Mann, ich hasse dich, du Viech! Du bist ja echt ein hässliches Viech, du Bastard, Alter! BAM, Alter! Komm her! Komm her! Das ist oh, it's not nice. Dich. Da kannst du dich ja richtig mal so schön austoben. Da, du Hurensohn! Du Bastardsohn, ey. Da, dap, dap, dap. Dem kann er seine Gute machen. So. Red BAM! Red du Mistgeburt, ich wollte Gott machen! Hurensohn! Boah, aber er ist was tot, BAM! Er ist was tot. Du Mistgeburt, komm her! Nein, du Hurensohn! Leute, ich fick dich, Alter. Nein, ich hab gedrückt! Was? Schummler! Scheißegal!
Du Mischgeburt! Oh, bam, Alter! Du siehst aus wie bei Chihiros Reise, Alter, diese eine Geister. War das nicht das, wo die Eltern in Schweine verwandelt wurden? Stopp, jetzt warte, ich kann dir helfen, ich weiß, wo deine Freunde sind. Hey, Raffi, ich habe sie gefunden, ich habe Zara und Frankie gefunden. Was? Dann ist die Katze wohl aus dem Sack. Halt, halt, warte, ich kann dir noch viel mehr erzählen. Gomo, Gomo, no. Alter, was ist Elefanten das? Elefantenbazooka, Gum, Gum, Grizzly Magnum. Ah! Das heißt Elefantenhammer, Entschuldigung. Ruhe. Hey, Raffi, sie sind dort drüben. Ah, ich habe tief geschlafen. Hä, was guckt ihr denn so? Ah, ich bin auch wohl auch eingenickt. Ich wisst doch, dass ihr entführt wurdet, oder? Entführt? Machst du Witze? Wir sind zum Schiff zurückgekehrt, haben gegessen und waren etwas müde. Das ist alles. Hä, wo sind wir? Sie wurden auch entführt. Frankie mit seiner Nazi-Frisur. Ah, wo sind die anderen? Sie wurden auch entführt. Raffi, du bist mir keine Hilfe, lass mich erklären. Ich rede jetzt, Zoro. Was? Wir müssen unsere Freunde retten. Worauf warten wir noch? Sie sind Feindeshand gefallen. Wie konnten sie bloß so dumm sein? Halt doch mal deine scheiß Fresse, Junge. Dumm? Was ist deine Ausrede? Du wurdest ebenfalls entführt. Was? Oh Mann, worauf habe ich mich da bloß eingelassen? EP1 abgeschlossen, oh cool. Also ein paar Leute. Ein Blick zurück. Ruhe, du darfst kein sprechen, so. Was habe ich denn jetzt? Was ist damit? Die Fähigkeit. Krieg ich die? Ja. Klingt nach Party erhalten. Großer Drachenschock ist jetzt verfügbar. Okay. Zeit, dass ich das beende, Alten. Frankie Radical Beam ist jetzt verfügbar. Okay, was soll ich jetzt machen? Einfach A drücken. Jetzt. Und da, ja, das ist das Beste, aber... Ja, sogar. Hey, was ist denn das alles? Achso, das kann... Achso, Zeit, dass ich das beende, lerne den Einsatz von Frankies Bernicke Beam. Maximal TP rauf, okay. Mach mal bei der Sieg. Einsatz von großer Drachenschock. Mach ich. Ja, genau. Und da, wo du A drückst, das wird dann nicht mitgenommen. To be continued. Hey, passt ja perfekt für ein Partende. Das war irgendwie Spaß, passt alles. So, das war's mit diesem Part, oder? Ja, wir nehmen eine halbe Stunde jetzt auf mittlerweile. Mir scheiß Gehirn, auf jeden Fall, das war's mit diesem Part. Haut rein! Auf Wiedersehen, meine Spazis. Ciao! Ciao.